Ja, moin Leute, was geht ab? Wir haben es jetzt Mittwochmorgen um 8. Ich bin jetzt im Auto unterwegs, der Vlog von gestern ist online. Alles soweit tippitoppi. Und ich wollte mal mit euch über das Thema Perfektionismus sprechen. Also über meinen Perfektionismus und meine persönliche Hassliebe mit ihm, da mir das gestern wieder beim Schneiden des Vlogs aufgefallen ist. Also mit dem Perfektionismus bei mir ist das so eine Sache. Das ist für mich quasi Fluch und Segen zugleich. Ich bin halt ein Mensch, der gerne alles hundertprozentig perfekt macht. Was ich prinzipiell gut finde, sonst würde ich es ja auch nicht machen, logischerweise. Und was mir dazu geholfen hat, in sehr vielen Dingen sehr gut zu werden, auch sehr schnell gut zu werden. Aber es sorgt auch dafür, dass ich natürlich ab und zu nahezu verzweifle und sehr viel recherchiere, sehr viel nachlese. Psst jetzt. Aber im Endeffekt sorgt es halt, wie gesagt, dafür, dass ich sehr schnell in verschiedenen Bereichen recht gute Resultate erzielen kann. Das Problem daran ist jetzt aber, dass ich mit vielen Sachen halt überhaupt nicht schnell genug fertig werde. Das heißt, ich schneide dreimal, schneide viermal, überarbeite nochmal 5-6 Mal den Song, füge noch Effekte hinzu, ändere das nochmal und nochmal und nochmal, damit das Ergebnis in meinen Augen wirklich perfekt ist. Es ist zwar gut an sich, aber es dauert sehr viel Zeit. Und das ist auch mit ein Grund, wieso ich mir überlegt habe, täglich zu vloggen, um einfach damit besser parat zu kommen. Ich erhoffe mir einfach, dass wenn ich das täglich mache, täglich Video schneide, dann habe ich Zeitdruck und dann läuft das besser. Weil vorher hatte ich den nicht und dann haben halt YouTube-Videos 3 Tage gebraucht, weil ich immer nochmal bearbeitet habe und nochmal geändert habe und so weiter und so fort. Nein, ich hoffe jetzt einfach, dass das durch das Tägliche besser wird und effizienter wird. Das, was übrigens am Schneiden der Vlogs am längsten dauert, ohne Quatsch, ist die Musik. Ich habe ja dieses Abo bei Epidemic Sound, wo ich jeden Monat gleichmäßig meinen Beitrag zahle. Dann kann ich von der Musik dort auswählen und das in meine Videos verwenden. Und es gibt einfach viel zu viel Musik und ich kann mich nicht entscheiden. Das ist jetzt bei jedem Video, was ich mache, da und höre mir, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Songs an, um zu gucken, welcher gefällt mir. Dann baue ich den in das Video ein. Hab das denn schon halb unterlegt und merke dann, dass mir der Song doch nicht dazu gefällt und dann wähle ich einen anderen Song aus und das gleiche nochmal von vorne. Also ich hoffe einfach, wenn ich, wie gesagt, täglich die Videos mache, dass ich ein bisschen davon abkomme und mich leichter zufrieden gebe. Sicherlich, wenn ich jetzt irgendwelche Auftragsfilme mache, Hochzeiten, Partyvideos oder so, dann ist das ein ganz anderer Schnack, dann soll die Musik natürlich perfekt passen. Aber für so einen Vlog, seien wir doch mal ehrlich, es läuft im Hintergrund. Es muss nicht hundertprozentig passen, aber ich möchte halt, dass es irgendwie hundertprozentig passt und die Stimmung untermalt. Naja, ist immer diesen kleinen extra Weg, dieses kleine extra i-Tüpfelchen, was ich gerne gehe, um meinen Videos noch den letzten Schliff zu verpassen, aber eigentlich ist es mehr anstrengend, als dass es wahrscheinlich irgendwer sinnvoll mitbekommt. So, das Bild hängt auch nicht hundertprozentig, aber nahezu. Das muss doch erstmal jetzt so ausreichen. So viel zum Thema Perfektionismus und so, ne? Na gut, ich denke, das reicht jetzt. Ich könnte noch stundenlang darüber erzählen, aber das muss auch nicht unbedingt sein jetzt. Ich will jetzt noch ein bisschen was essen und mir einen entspannten Abend machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, wenn ihr das Video seht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Nicht vergessen, liken, abonnieren und in die Kommentare schreiben. Ich würde mich mal interessieren, ob ihr sowas auch habt, ob ihr auch gern alles perfekt macht oder ob ihr lieber sagt, ach, das reicht so, das passt so. Gut, na denn, wir sehen uns. Schönen Abend noch, tschüss. Tja, jetzt, wo ich meine aktuellen Aufnahmen mit euch so Revue passieren lasse, fällt mir auf, wie ungünstig die Kamera steht. Ich hätte sie ja gerne woanders befestigt, und zwar dort.
aber ich habe schon probiert, den Tripod an sich kann ich hier wunderbar unter der Kopfstütze durchstecken. Und dann muss ich nur noch so einen Schnapper kaufen, damit ihr mit der Kamera höher seid. Und dann seid ihr meine Beifahrer und habt ein wesentlich besseres Bild als von da unten. Ihr seid ja nur keine 2 Jahre mehr.